Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Steve-Ochs, das heißt ja am Rücken. Steve-Ochs in Gefahr und zwar Grillen. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, wir sind hier beim Grillen. Der Manuel, der Zinne-Manuel ist bei mir zu Besuch und der hat noch ein Geschenk mitgebracht. Richtig. Und zwar, erzähl du mal, was es ist. Ja, ich habe ein richtig cooles Feature-Pack für dich hier am Start. Moment, wir sind hier bei Steve-Ochs in Gefahr. Ja, aber man kann das ja auch ein bisschen ausweiten, ne? Genauso wie das Thema Essen. Und von daher habe ich mir gedacht, wäre es doch mal richtig schön, hier dieses hübsche Teil ins Spiel zu bringen und eine, ja, mittlerweile schon fast legendäre YouTube-Reihe hier, um eine weitere Episode zu bereichern, und zwar mit diesem, ja, was soll man noch dazu sagen? Es ist jetzt... Stellt nicht scharf. Stellt nicht scharf, okay. Ich habe mir auf uns gestellt hier. Du hast auf uns eingestellt. Wir brauchen ja dieses schicke Steelbook Feature Pack. Wir müssen nochmal anfangen. Wieso denn? Ist doch scheiße. Wieso scheiße? Mach nochmal. Oh, nochmal. Der geht doch schon wieder alt mit dir. Der Akku ist gleich leer und... Ja, mach. Was? Was machen wir jetzt? Yo, heute eine neue Folge Steelbooks in Gefahr, aber diesmal kein Steelbook, sondern Feature Pack. Ein Feature Pack, ja, Thema Essen passt ja auch ganz gut. Viele Leute sagen, Tofu ist kein wirkliches Essen, trotzdem wird es gegrillt. Wir grillen heute ein Feature Pack. Genau. Und wer dieses Feature Pack nochmal richtig schön sehen will, der kann ja beim Cinemano vorbeischauen. Ja. Link ist unten. Also Link zu dem Video ist unten verlinkt. Mein Gott, in der Infobox, oder? Ja, voll Link. Und ja, wir haben den Grill hier schon vorbereitet. Die Kohle ist weiß, so wie sie sein soll. So wie es sein soll. Und wir gucken jetzt einfach mal, ihr kennt doch die Situation. Ja, ihr seid mit Kumpels, ihr trinkt ein Bier, ihr seid am Grillen. Ihr seid draußen, habt euer Lieblings-Future-Pack dabei. Future-Pack dabei und irgendwie... Rutscht es aus der Tasche und landet direkt auf den Grill. Und dann kommt irgend so ein Gast, der nicht weiß, Mensch, was ist denn hier los? Ja. Und dreht trotzdem um, jetzt obwohl er weiß. Weil er gedacht hat, das ist was komplett Neues, ne? Ich würde es vielleicht offen drauflegen. Was sagst du? Nee, nicht. Okay. So, wir haben schon alles schön Jange hier. Chefkoch Zimmi. So, denkt ihr, man muss aufpassen, dass er nicht anbrennt. Ja, wir sind richtig gespannt, was draus wird, wie lange das dauert, bis das Teil hier verschmolzen ist, ob es überhaupt schmilzt. Keine Ahnung, ihr könnt ja jetzt schon mal Wetten starten. Was schmilzt eher? Außen oder innen das Plastik? Innen. Wir wollen ja gucken, wie das anbrennt. Das wird schon mal drehen. Oh, da ist schon leicht Farbe. Oh, da geht schon was. Jetzt ist leicht gelb geworden. Ja, endlich wird dieser Rohling mal hier. bunt, ja. Hätte man gleich von Anfang an machen können, ja. Man sieht doch, wie schnell das geht. Ich sehe schon so eine leichte Verformung. Oh, oder? Ich auch. Ja, es verfirmt sich hier. Am besten, wir drehen es nochmal um. Wir wollen ja hier nicht, dass es anbrennt. Ja. Ihr seht das Ganze ja auch noch in Detailaufnahmen. Oh, die Farbe kann das. Der M. Night Shyamalan lässt schon hier. Also, Farbe bröckelt schon. Ja. Hier hinten löst sich schon. Oh. Was ist hier los? Irgendwas stimmt da nicht. Cool. Wie wär's mit ein bisschen Ketchup oben drauf? In der Kürze liegt die Würze, sagt man, aber so. Sicherheit geht vor. Ja, denkt dran, wenn er Experimente macht. Richtig. Schutz ist wichtig. Es lässt sich schon öffnen. Wow. Warte, müsste vielleicht. Oha. Schau, sag ich doch. Schau mal, was für ein toller Innendruck. Lass doch drauf. Das ist durchgebrannt schon hier. Lass doch drauf. Au, au. Der Grill steht auch schief. Oh, da seht ihr das? Oh, wow. Bisschen weiter runter. Ja, so ist gut. Oha. Ja, wie soll ich sagen? Ich würde sagen, kommen wir zum Endfazit hier. Oder Manuel? Was doch? Ha? Wie lange denn noch? Jetzt geht's doch erst richtig los. Wir müssen mal gucken, was bleibt übrig.
Nee, oder? Ja, super schön. Ich kann mir ja zustimmen. Geht, oh, das stinkt. Boah, geht ab. Boah, Alter, sieht das geil aus. Ja? Boah, mega. Deswegen habe ich gesagt, lass drauf, jetzt sieht es doch erst geil aus. Ich würde ja fast so eins nehmen. Oh, lass. Ja, ich will nicht, dass mir mein Grill abbrennt. Da kannst du alles schicken. Leute, komm mal weg hier. Boah. Warte. Jetzt müssen wir runternehmen. Wo mach ich das hin? Wo mach ich das hin? Ich weiß es nicht. Scheiße. Scheiße. Feuerlöscher. Feuerlöscher. Scheiße. Scheiße, was machen wir jetzt? Warte, bleib cool. Ich krieg sie. Oh. Ah, Regenwasser, oder? Ja. Naja, okay, jetzt ist es verbrannt, das Plastik. Gut. Ah, der Rest passt schon. Rennt halt ab. Oh, jetzt ist er halt von da hinten drin gelaufen. Das ist natürlich scheiße, aber was jetzt machen? Hast du da nicht gegrillt, was? Ja. Ja. Brauchst du noch Wasser? Scheiße. Hä? Brauchst du noch Wasser? Du hast noch Wasser. Ah! Und noch drauf? Ach nee, passt schon. Boah, stinkt das. Boah! Was hast du gemacht? Wir haben Steelbook verbrannt. Ach so! Stinkt das. Ach so! Ich mach's niemals jetzt. Mal einen Test nehmen. So, wir müssen das Ende noch drehen hier. Ja. So. Jo! Jo, wir mussten löschen, es ist außer Kontrolle geraten. also ja, das Feature-Pack war voll im Eimer. Ja, ja, wir zeigen es vielleicht, ich blende vielleicht gleich noch ein paar Bilder in, wie es aussieht, genau. Weil es ein bisschen heiß und die Sicherheit wird ja hier groß geschrieben. Genau, immer ein Kübel Wasser dabei haben, wenn man grillt. Und das stinkt aber noch sehr. Vor allem Feature-Packs. Boah, ne. Das wird das Fleisch richtig gut schmecken. Mm. In diesem Sinne, geil. Das soll's auch wieder hier sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Servus.